Hey und herzlich willkommen beim Erfolgsphönix, eurem Naturwissenschaftler, der euch mit Erfolg erfüllen möchte, mit Hilfe der Wissenschaft natürlich. Und ich habe einige Paper studiert, um herauszufinden, dass Small-Cap-Aktien und Value-Aktien besser performen als der restliche Markt. Das ist vielleicht für euch nichts Neues, das habe ich auch schon in meinen letzten Videos erwähnt, im Dividende ab 60 Portfolio oder im Golden Butterfly Portfolio, und ich habe es mir zunutze gemacht. Und ich möchte euch heute genau erklären, wie die Forschung eigentlich darauf gekommen ist, was uns das bringt und sagt und was für Ergebnisse da eigentlich herausgekommen sind, wie hoch diese Überrendite eigentlich ist und wie man am besten dann ein Portfolio konzipiert, um sich das zunutze zu machen und den Markt zu schlagen. Und das ist unser Ziel. Denn nur so kann man richtig, richtig reich werden, den Markt schlagen. Das ist das endgültige Ziel. Für alle anderen ist es komplett in Ordnung, wenn ihr weiterhin eure normalen ETFs kauft, marktkapitalisierungsgewichtet. Ich würde das nicht machen. Marktkapitalisierungsgewichtete ETFs sind einfach ein Widerspruch zur Wissenschaft selbst. Und warum ist das so? Da müssen wir uns nur mal kurz klar machen, was marktkapitalisierungsgewichtet eigentlich bedeutet. Und jetzt muss ich das Tempo ein bisschen anziehen. Und es wird deep. So, marktkapitalisierungsgewichtet bedeutet, wenn eine Aktie in diesem Index, zum Beispiel die Marktkapitalisierung, wie von Apple nimmt an Wert zu, steigt, also steigt auch der Anteil an Apple in diesem Index. Das bedeutet, Apple ist jetzt plötzlich nicht mehr 1%, sondern 2% groß oder 4% groß oder 10% groß. Und das passiert mit anderen Unternehmen auch noch. Das bedeutet, dieser Index besteht plötzlich aus Aktien, die was sind? Das sind Large-Cap-Aktien, und das bedeutet, wir haben einen Faktor in diesem Index, der übergewichtet ist. Wir haben eine Übergewichtung von Large-Cap-Aktien in diesem Index. Und ist das gut? Nein, die Wissenschaft sagt, Small-Cap-Aktien und Value-Aktien sind wichtig für unseren Erfolg. So, der Markt ist also Large-Cap geformt, und den wollen wir schlagen. Durch Small-Cap- und Value-Aktien. Und wie kam die Wissenschaft eigentlich dazu? Das ist die große Frage. So, vor über 50 Jahren wurde nämlich eine These aufgestellt. Und zwar die These ist, der Markt ist effizient. Und was bedeutet dieser einfache Satz, dass der Markt effizient ist? Es bedeutet, dass in dem Preis einer Aktie oder eines Index alle Informationen, die derzeit zugänglich sind, enthalten sind und eingepreist sind bereits. Das bedeutet, Erwartungen, Glauben und so weiter, das ist alles angepreist. Und je mehr Glaube zum Beispiel in so einer Aktie drin ist, haben wir jetzt bei GameStop gesehen, kann der Preis auch mal richtig hochgehen. Das muss fundamental nicht unbedingt gerechtfertigt sein, aber die Leute haben plötzlich ein riesen Interesse dann daran. Und auch das kann darin eingepreist sein. Das bedeutet, so ein Preis gibt uns ein Risiko wieder. Und ganz viel Information. Und das mit diesem Risiko, das hat man früher mit Preismodellen versucht zu versinnbildlichen und zu erforschen. Was heißt versinnbildlichen? Das ist jetzt ein bisschen zu einfach ausgedrückt. Und sie haben hier mit diesen Modellen, das sind Asset Pricing Models, da haben sie versucht, das Ganze zu quantifizieren. Und da bei der Suche daraus kommt man nämlich gewisse Korrelationen feststellen. Zum Beispiel eine Korrelation, die werden wir auch kennen, wenn wir jetzt ein Portfolio haben mit 100% Aktien und Portfolio 50% Cash, 50% Aktien, dann wissen wir, dass das Portfolio A natürlich stärker steigen wird, wenn der Markt steigt, als Portfolio B. Das wird schwächer steigen, weil so viel Cash dann da drin ist. Logisch, ne? Diese Korrelation, das war einer der ersten Risikofaktoren, die man da festgestellt hat, das ist das Market Beta, so genannt. Das bedeutet, das Market Beta, eben wenn wir jetzt bei diesen Portfolios jetzt einfach mal bleiben, dass je mehr ich mein Portfolio dem Markt aussetze, desto mehr wird es auch gleich diesem korrelieren. Und das ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt 100% den Markt abbilde, dann habe ich ein Market Beta von 1. Und wenn der Markt um 100% steigt, steigt mein Portfolio auch um 100%. Und wenn es um 50% fällt, fällt mein Portfolio auch um 50%. Bei dem 50-50 Portfolio mit 50% Cash, 50% Markt, wären es dann zum Beispiel 25% und Market Beta von 0,5. Damit konnte man plötzlich vergleichen, wie das Risiko in Korrelation zum Markt eigentlich von unterschiedlichen Portfolios ist. Aber es gab Portfolios, wenn man die miteinander verglichen hat, zum Beispiel ein Portfolio hat jetzt 19% und das andere Portfolio hat 10% Rendite erbracht, da konnten von dieser 9% Überperformance, da konnte man durch die Marktrendite, durch dieses Market Beta nur 2/3 erklären. Und diese 2/3, das sind diese 6%, wurden damit erklärt, und 3% dieser Überrendite, die konnten nicht erklärt werden. Und die wurden erstmals noch dem jeweiligen Manager zugeordnet, sprich, der hat irgendwie die richtige Wahl getroffen und so weiter und hat keine weiteren Risikofaktoren gesehen. Das ist das sogenannte Alpha. Das Ganze konnte man in eine Gleichung fassen
wenn man sich diese Gleichung einmal ansieht, hier habe ich das nochmal insgesamt aufgeführt. Hier haben wir nämlich das Market Beta, das 2/3 unsere Rendite eigentlich erklärt. Das ist hier auch enthalten, Rendite bzw. Risiko. Hier haben wir den risikolosen Zins plus eben das Market Beta, was eben die Marktrendite minus den risikolosen Zins sind. So, und wenn das Wenn 1 ist, haben wir diese Rendite mit da drauf und haben unsere Gesamtrendite von unserem Portfolio. Ach so, und natürlich plus Alpha. Das Alpha ist der Faktor, der dann überbleibt, den man sich nicht erklären konnte, was denn entweder der menschliche Faktor ist oder vielleicht noch weitere Faktoren. Ich kann euch sagen, im Moment sind über 100 im Gespräch. Ganz am Ende kommen wir auf 5, die von der Wissenschaft validiert sind. Wir fangen aber jetzt erstmal ganz klein an, denn wir hatten jetzt nämlich das Problem, wenn wir 2 Portfolios plötzlich haben mit demselben Market Beta, okay, das heißt demselben Risiko zum Markt, aber einer ganz unterschiedlichen Performance, musste ja irgendwas mit dem Alpha nicht richtig sein, so, oder eine Ineffizienz sein. So, und jetzt sind wir nämlich beim Alpha und das Alpha müssen wir erforschen. Und dieses Alpha wurde mit als erstes erforscht von Rolf Banz. Könnt ihr gerne mal googeln, interessanter Mensch, interessanter Forscher, der hat damals in seiner Doktorarbeit eine gewagte Hypothese aufgestellt, der hat nämlich rausgefunden, und das ist auch tatsächlich so, dass Small-Cap-Aktien besser performen als der Gesamtmarkt. Und das war damals ziemlich krass, denn das ist ein systematischer Faktor, der besagt, dass eine Gruppe von Aktien besser performt als der Gesamtmarkt und so relativ einfach der Gesamtmarkt zu schlagen wäre, ohne dass sich das Risiko erhöhen würde, denn unser Market Beta in diesen beiden Portfolios würde sich nicht verändern. Das darf aber eigentlich nicht sein. Das Risiko darf so nicht sein. Sein Paper, das hieß nämlich Between Return and Market Value of Common Stocks, 81, muss nochmal kurz genannt werden. Wenige Jahre später haben dann nämlich die Forscher Barr, Rosenberg, Kenneth Reed und Landstein 85 ein weiteres Alpha entdeckt, nämlich das Value Alpha. Sie haben nämlich entdeckt, dass unterbewertete Aktien, sprich Aktien, die einen niedrigeren Kurs im Vergleich zu ihrem Buchwert hatten, langfristig oder im Durchschnitt zumindest gesehen, besser performen als der Gesamtmarkt. So, oder besser performen als der Durchschnitt. So, und ihr Paper, das haben sie richtig provozierend genannt, nämlich Persuasive Evidence of Market Inefficiency. Sprich, sie sind davon ausgegangen, dass der Markt ineffizient wäre und das war schon ziemlich gewagt und das hat nämlich die Grundforscher der Markteffizienztheorie auf den Plan gerufen. Das wären nämlich Eugene Farmer und Kenneth French. So, Farmer und French haben dann nämlich ein Paper 92 rausgebracht und haben in ihrem Paper nämlich erklärt, Leute, das ist nicht risikolos, was ihr das macht. Ihr habt nur weitere Faktoren entdeckt. Und haben das Drei-Faktor-Modell aufgestellt. Das Drei-Faktor-Modell, das ich hier jetzt mit drin habe, ist nämlich, wir haben unser Market-Beta-Faktor 1, okay. Wir haben einen weiteren Faktor, Small minus Big, das ist der Small-Cap-Faktor quasi. Und wir haben noch einen Faktor, das ist nämlich High minus Low, also der Value-Faktor. Ja, was ist Value? High minus Low? Genau, da müssen wir jetzt mal kurz drauf eingehen, wie die eigentlich berechnet werden. Das ist nämlich wichtig. Small minus Big sagt es schon eigentlich. Small Cap Aktien im Vergleich zu Large Cap Aktien ist der Risikofaktor, den man mit Small Caps sich da reinholt. Und bei High minus Low ist nämlich High sind hoch bewertete Aktien, sprich Growth Aktien minus Low bewertete Aktien, also Value Aktien. Das ist den Vergleich, den man da einstellt. Das haben sie jetzt aufgestellt, 92, und konnten plötzlich dann nämlich 90% der Rendite oder der unterschiedlichen Rendite erklären zwischen zwei Portfolios. Das bedeutet, wir können jetzt ziemlich viel in Portfolios erklären, warum sie so performen, wie sie es taten, 92. Das hat zum Beispiel auch von Warren Buffett, den Erfolg von Warren Buffett, immens erklärt. Das hat nämlich, sage ich mal, nicht so viel damit was zu tun, was für ein cooler Kerl er ist und so weiter, sondern wirklich auch mit seinem Portfolio aufbauen, was für Aktien, welchem Risiko er sein Portfolio aussetzt, nämlich dem Small-Cap-Risiko und dem Value-Risiko. Und das bringt ihm diese Überrendite und das möchten wir ja auch für uns nutzen und da komme ich gleich zu. Müssen aber noch mal kurz darauf eingehen, wie das Ganze berechnet wurde, nämlich die Marktrisikoprämie, die wurde so berechnet. Market Beta wurde so berechnet, dass wir nämlich unsere Aktienrendite im Vergleich zur Anleihenrendite uns ansehen. Das ist nämlich die eigentliche Prämie, die da kommt, die Überrendite dagegen. Dann haben wir nämlich unsere Risikoprämie bei Small Cap, das ergibt sich jetzt schon, das ist nämlich Small Caps versus Large Caps im Grunde. Und eben die Value-Risikoprämie, da stellen wir eben im Vergleich Value-Aktien gegen Growth-Aktien. Und das ist vor allem wichtig, weil jetzt gerade Growth-Aktien ziemlich gehypt sind. Die sind ziemlich gut auch gewachsen. Im Moment ist ein kompletter Growth-Markt. Und das ist nicht unbedingt ein Widerspruch zur Wissenschaft. Das gucken wir uns jetzt nämlich an.
Also wir haben unsere Risikoprämien, Value, Small Cap und den Markt. Okay, damit können wir quasi erklären, wie wir eine richtig geile Rendite erwirtschaften können. Und damit können wir auch unser Portfolio dann entsprechend konzipieren. So, jetzt gucken wir uns nochmal kurz die Daten an von Kenneth French. Der hat eine Internetseite, die verlinke ich euch auch unten rein. Da könnt ihr euch die Daten nämlich mal rausziehen. Der hat jetzt nämlich zum Beispiel von 1926 bis heute rausgestellt, wie der Unterschied ist, was ich gerade gesagt habe, wie viel Überrendite man zum Beispiel im Vergleich zu Anleihen macht, wenn man in den Markt investiert. Das waren nämlich 6,3% für die USA. 6,3% mehr Rendite in dem Fall. Bei Small minus Big ist die Prämie, diese Risikoprämie, ist nämlich 1,88% Überrendite. Und bei High minus Low, also Value Prämie, ist 3,78%, also 3,8%. So, da gab es dann natürlich direkt eine Kritik, warum habt ihr denn nur US-Paper und so weiter gemacht? Damals zu dem Paper haben sie das nämlich analysiert, warum nur USA, ist es global etwa nicht so, ist USA jetzt schon wieder ein besonderes Spielfeld und so weiter. Ho, 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 da haben wir natürlich direkt mal die globalen Aktien uns angesehen. Kann man auf ihrer Website halt unten die Zahlen sich mal ansehen. Da sind sie nämlich darauf gekommen, seit 1990 gibt es da valide Daten, um das auszuwerten, dass global eben die Risikoprämie für die Marktprämie bei 2,3% ist, die Small minus Big ist 0,08% und die Value-Prämie ist 4,3%. Genau. In allen Fällen ist die Risikoprämie positiv. Und wir müssen uns jetzt eine Frage stellen. Glauben wir an die Grundhypothese, das Market Beta, dass je mehr wir unserem Portfolio dem Markt aussetzen, sprich je weniger Cash wir halten, desto mehr Rendite werden wir erwirtschaften, das ist nämlich die Marktrisikoprämie. Ich würde mal sagen, wir alle glauben daran. Warum sollten wir dann nicht auch an die Value-Prämie und an die Small-Cap-Prämie glauben? So, falls euch das jetzt schon überzeugt habt, super, ich hole jetzt aber gleich noch ein paar mehr Beweise raus. Denn wir sollten auch daran glauben und können damit nämlich eine Überrendite machen. Nämlich, wenn wir dann daran glauben, ist doch die große Frage, warum bauen wir unsere Portfolios nicht so auf? Warum holen wir uns ETFs ins Portfolio, die marktkapitalisierungsgesteuert sind? Diese ETFs werden uns nämlich nicht diese Überrendite bescheren. Aber ich hole noch mehr raus, mehr Beweise. Die haben jetzt, es gab nämlich noch eine weitere Untersuchung, nicht von mir, von anderen, von seit 1926 in den USA zum Beispiel. Die haben sich 10 Jahresperioden angeguckt und geguckt, wenn ich in der Zeit jetzt zum Beispiel den Markt gehalten habe einfach, dann war der Markt versus Anleihen wieder, dann war ich nämlich in 85% der Fälle, habe ich eine bessere Performance gehabt, 85% der Fälle. In 72% der Fälle habe ich eine bessere Performance gehabt, wenn ich Small Caps gehalten habe statt Large Caps. Und in 84% der Fälle war es besser, mit Value-Aktien zu laufen statt mit Growth-Aktien in den USA. Global, wie sieht es global aus mit 10-Jahres-Perioden? Global war es in 88% der Fälle überhaupt besser, in den Markt zu investieren statt in Anleihen in den 100 Jahren. In 87% der Fälle war es besser, Small Caps zu nehmen statt Large Caps. Und in 84% der Fälle waren Value besser als Growth. So, und jetzt versteht ihr auch, wir haben jetzt gerade diesen Growth-Zeitpunkt. Gerade ist Growth in und so weiter und alle denken so, es geht ewig so weiter. Aber in der Vergangenheit war es eigentlich so, dass Value in 84% der Fälle besser war global. Und der Markt auch. Also investiert ihr jetzt so viel in Anleihen? Nee. Also, Respekt, wenn ihr es macht. Aber glaube ich, machen die wenigsten. Die meisten hauen Aktien in ihr Portfolio. Und wenn ihr Aktien in euer Portfolio haut, dann solltet ihr eigentlich auch Value und Small Cap in euer Portfolio reinhauen. Denn in diesen 100 Jahren wurde das entsprechend bewiesen. Und wenn ihr eben an den Markt glaubt, müsst ihr auch an diese Grundhypothese glauben. So, ich glaube daran. Ich baue jetzt mal einfach mein Portfolio auf mit ETFs. Wie würde ich das Ganze machen? Ich würde mir zum Beispiel zu einem Drittel den iShares Core S&P US Total Market Index holen. Also ich hole mir jetzt die US-ETFs rein, weil die da gibt es nur vernünftige Value- und Small-Cap-Sachen in entsprechender Größe. Zu einem Drittel eben iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, haben wir einen Small-Cap-Faktor drin. Und den iShares Core S&P US Value ETF, auch wieder zu einem Drittel. Jetzt haben wir das schön gedrittelt, so aufgebaut. Wir versuchen, unsere Large Caps rauszukriegen aus unserem Portfolio, versuchen, diese Marktkapitalisierungssteuerung wegzubekommen und haben eben ein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen basiertes Portfolio. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie dieses langfristige, es geht wirklich um langfristige Investitionen. Hier geht es jetzt nicht um 5 Jahre
Gewinn, sondern mal auf 40 Jahre gesehen, wer da besser performt. Und in den letzten 100 Jahren wäre ich auch in 84% der Fälle in der 10-Jahres-Periode besser dran mit diesem Aufbau, statt mit nur einem ETF, also jetzt nur dem S&P 500 Index, wo ich nur den Markt habe, nur mal Market Beta drin habe und nicht diese anderen Faktoren drin habe. Wir schauen mal, wer besser performt. Hat euch das Video gefallen? Echt? Liked es doch mal unten, abonniert mich. Ich bin euch super dankbar auf jeden Fall dafür. Ich freue mich darauf, wenn ihr ein bisschen eure Meinung dazu äußern würdet. Wie baut ihr euer Portfolio auf? Konnte ich euch helfen? Habt ihr noch irgendwie Fragen dazu? Was haltet ihr von Small Cap und von Value? Kennt ihr da gute ETFs? Welche würdet ihr empfehlen? Wie findet ihr den Aufbau insgesamt? Oder bleibt ihr einfach jetzt bei Marktkapitalisierung, sagt, es geht ewig so weiter, die Wissenschaft irrt sich, es sind ganz andere Zeiten heute als die letzten 100 Jahre. Das ist doch die spannende These. Ich glaube der Wissenschaft, ich bin Naturwissenschaftler und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war jetzt ungefähr der 8. Versuch mit diesem Video. Ich bin wieder ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ich habe alle Infos jetzt drin. Ich hoffe, ich habe es kurz und knackig gemacht. Ich wollte nicht so lange reden. Das erste ging irgendwie 30 Minuten. Das ging gar nicht. Man muss auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Alles Gute, euer Erfolgsphönix. Haut rein. Sayonara!